Ich hatte gerade einen Klienten, der kommt zu mir, weil er seine Performance verbessern möchte. Er tritt auf vor internationalem Publikum, hält da Fachvorträge und die Gruppen sind sehr groß, also 600 bis 800 Leute gucken dazu und er möchte da noch spannender sein, noch mehr Eindruck beim Publikum hinterlassen. Und dann habe ich ihn gefragt, wer denn so ein gutes Beispiel für ihn ist, was er so toll findet an Präsentationen. Und dann nannte er mir eine Performance, die er mal gesehen hat. Und zwar hat da ein Referent am Anfang einen tollen Zaubertrick vorgeführt. Und das Publikum war total begeistert. Und er erinnert sich heute noch daran, wie klasse dieser Referent war. Und dann habe ich ihn gefragt, für welches Thema eigentlich dieser Referent stand. Also was war eigentlich dessen Kernthema? Denn es war kein Zauberer, sondern ein Referent. Und dann sagte er, er könnte das mir leider nicht mehr sagen, er wisse es nicht. Und dann dachte ich, aha, dieser Referent, also wenn ich ihn hätte, würde ich sagen, Thema verfehlt, setzen 6. Denn stellt euch vor, ihr habt einen Vortrag gehalten und die Leute sagen, der hat einen geilen Zaubertrick gemacht oder der hat eine tolle Performance gehabt, aber sie können nicht sagen, für welches Thema ihr steht. Dann würdet ihr ja nie gebucht werden, denn wenn wir irgendwo euer Thema aufpoppt, bei einer Veranstaltung, die für eine große Firma zum Beispiel organisiert wird, dann wäret ihr ja nie dabei, weil ja euer Thema vielleicht sogar da ist, aber man erinnert sich an euer Thema nicht, weil ihr nicht wirklich für euer Thema gestanden seid. Das wäre eine Katastrophe. Ein toller Opener ist gut, aber er muss ganz eng mit eurem Thema zu tun haben. Nur dann habt ihr die Chance, dass er in Erinnerung bleibt mit eurem Thema. Und das ist das ja, was ihr wollt. Also wenn ihr als Referent unterwegs seid, kann es ja eigentlich nicht sein, dass ihr nur eine geile Performance machen wollt, denn dann werdet ihr besser ein Entertainer und kein Referent für irgendein Thema. In diesem Sinne, wenn Opener, geiler Opener, okay, dann aber ein Opener, der direkt mit eurem Thema etwas zu tun hat, sodass euer Thema in Erinnerung bleibt und nicht nur die geile Performance. In diesem Sinne, tschüss!